Wir machen einen Ausflug ins wunderschöne Mainfranken und nehmen euch mit auf diesen kleinen Ausflug. Das ist Murphy, genannt der kleine Hund, 16 Jahre alt. Der freut sich gerade, dass er mal wieder in einem schönen fränkischen Wald Gassi gehen darf. Ebenfalls mit von der Party unsere beste Freundin Sabine, auch genannt das Trüffelschwein, weil sie immer die allerbesten Stellen, Gegenden und Restaurants und überhaupt alles weiß, und Hündin Chica. Der Treppenturm des Schloss der Familie, des Grafen Castell aus dem 13. Jahrhundert, ist alles, was hier noch übrig ist. Die Familie Castell hat inzwischen einen anderen Sitz weiter unten im Dorf, und dieser alte Turm ist alles, was aus dem 13. Jahrhundert noch übrig geblieben ist. Ganz schön hoch, noch sehr gut erhalten und sehr eindrucksvoll. Belüftung? Nee, die Rapunzel. Habe ich doch gesagt, das ist der Rapunzelturm. Und jetzt noch ein bisschen posen am Turm. Muss natürlich auch sein. Als nächstes geht es zur Gerichtslinde. Hier wurde für Gericht abgehalten und vermutlich auch der eine oder andere gehängt. Hühnchen darf er. Ja, ja. Meine neuen Barfußschuhe haben den Wald- und Wiesentest bestanden, und ich mag sie besonders gerne dann,
Wenn man ein bisschen hoch und runter und über unebenes Gelände läuft, weil man einfach stabiler und besseren Halt hat als in normalen Schuhen. Jemand muss jetzt noch schnell Wein kaufen gehen. Theoretisch. Das war's.